In der Saison 2021 verwandelten sich die Rapperswil-Jona Lakers zur Freude ihrer Anhänger vom Underdog zum Favoritenschreck. Aber aufgrund von Covid konnten die Fans nicht im Stadion mit ihren Helden feiern. Die Brauerei Schützengarten, stolze Partnerin und Lieblingsbier der Lakers, wollte den Fans die Möglichkeit geben, doch noch etwas von dem Erfolg genießen zu können. Schützengarten präsentiert Lakers Red. Das weltweit erste Bier, das komplett und ausschließlich aus dem geschmolzenen Eis eines Hockeyfelds gebraut wurde. Direkt nach dem letzten Spiel wurde das Eis inklusive Blut, Schweiß und Zähnen der Spieler abgehobelt und geschmolzen. Das Schmelzwasser wurde gereinigt, bis es die äußerst strengen Anforderungen des kantonalen Lebensmittelinspekteurs erfüllte und dann in ein Spezialitätenbier verwandelt. Es wurde eine Flasche designt, die jeden Trophäenraum aufwertet. Mit einem scannbaren Etikett, das den Fans Zugang zu ungesehenen Saison-Highlights gibt, inklusive Dankesgrüßen der Spieler. Die Herstellung des Bieres wurde über Monate in den sozialen Medien begleitet. Die Lancierung des Lakers Red wurde gemeinsam mit den Spielern vor wieder vollen Rängen gefeiert. Und die Fans feierten das Bier. Das Lakers Red war überall in der Presse und das alles ohne Media Spendings. Und inzwischen gibt es sogar eine unabhängige TV-Dokumentation über die Idee. Das alles hat sich für Schützengarten ausgezahlt. Geil.